So, guten Morgen aus Villa Robledo. Ihr seht, die Sonne strahlt. Es ist noch eiskalt, aber die Sonne wärmt auf. Wir sind jetzt an der neuen Alberge und sind völlig begeistert, was alles in den 2 Jahren passiert ist. Wir waren ja das letzte Mal hier vor Corona. Es gibt hier ein ganz tolles Futterlager, was gebaut wurde. Dann haben wir hier das tolle neue Tor, aber das wussten wir ja alle schon. Und dann könnt ihr hier die neuen Häuschen sehen. Da fehlt noch ein bisschen die Umzäunung bei manchen, aber das ist ganz toll. Wir sind ja ganz begeistert. So, dann können wir hier noch, da sind diese Holzzwingeanlagen und natürlich noch ganz viel Bauzeug. Und hier ist auch der Anhänger der Alberge. Also es ist noch viel zu tun. Das Gelände geht ja bis da hinten, wo dieser kleine Wohnwagen steht, den ihr da seht. Also da, bis dahin ist der Zaun für das ganze Gelände, was der Alberge gehört. Aber die haben hier natürlich so kleine Abzäunungen gemacht. Und hier sind die. Und da ist hier der Eingang mit dem Haus, was damals schon war. Gehe ich jetzt mal kurz rüber. Momentan ist Jagdsaison, wenn ihr das hört. Deswegen bellen die Hunde auch alle, weil es immer knallt. Ne? Also die sind hier am Jagen. Momentan ist die Jagd mit Bracken und Pointern und Bretonen. Die Galgos sind erst im Januar dran, hat uns Pepi gestern erklärt. Da kommt schon eine Katze, die Albergekatze, eine der Albergekatzen. Da hinten ist auch eine. Und hier seht ihr das Hospital, das weiße Gebäude. Und einen Wasserspeicher, da hinten noch ein ganz großer in der Ferne. Und gleich machen wir noch ein neues Video, wenn wir drin sind. Aber das ist schon ganz beeindruckend. Also wir sind echt begeistert und freuen uns, wie viel Aspa und natürlich die ganzen Spender erreicht haben. Das ist wirklich toll. Also nochmal vielen, vielen Dank an alle Spender. Das ist der Hammer. Wirklich toll. Gleich geht's weiter im zweiten Teil.